Tag Freunde, willkommen in diesem neuen Video der OWL Nerf Community. Ich bin Matthias und das ist das Modulus Chrono Barrel. Was es kann und was wir davon halten bzw. ob es battletauglich ist, das seht ihr in diesem Video. Los geht's! Das Chrono Barrel haben wir aus Amerika uns bestellt und um euch zu zeigen, was es ist, was es kann und ich hoffe auch, dass es nach Deutschland kommt. Weil es ist ein vorderer Lauf, ja, ich weiß, Matze sagt immer, fürs Battle braucht ihr keinen Lauf, aber das ist ein ganz besonderes Teil. Und zwar das misst die Geschwindigkeit des Dartes und es ist so eine Art Ammo-Counter. Das heißt, ihr seht die Darts, die runtergezählt werden bzw. hochgezählt werden. Das ist der Karton. Ja, okay, der ist jetzt hier in so einer komischen Folie eingepackt. Altersbegrenzung, warum auch immer, 8 Jahre. Man sieht hier, dass es am vorderen Teil des Blasters montiert ist. Es ist nicht auf Deutsch, der Karton. Okay. Was wichtig ist, wir haben hier einmal das Zeichen, dass wir 2 AA-Batterien brauchen, 2 Stück. Die sind natürlich nicht im Lieferumfang enthalten. Und dann sehen wir hier hinten noch ein anderes Zubehör und das ist dieser Laser. Den werden wir uns natürlich auch bestellen. Weil der ist schon interessant, aber da gehe ich ganz stark von aus, dass es einfach nur ein Licht ist, ein grünes, rotes, gelbes Licht, was dann auf eine, ja, auf irgendwas zurückscheint. Sonst, ja, gibt es eigentlich nichts. Es wird kurz erklärt, aber das tue ich ja für euch schon. Auspacken und für euch gibt es wie immer geile Bilder. Los geht's! Das wird quasi alles mitgeliefert. Das sind nochmal zusätzliche 6 Darts. Dann die Bedienungsanleitung, die eigentlich auch recht cool gemacht worden ist. Aber auch hier steht es nicht in Deutsch drin. Ist das vielleicht eine Prognose oder könnte es wirklich so sein, dass es nicht nach Deutschland kommt? Aber wir hoffen es mal. Wir hoffen es wirklich, weil es könnte wirklich ein geiles Teil sein. Hier vorne kommen die Batterien rein. Weil das ist dann halt interessant zu sehen, was dein Blaster kann, beziehungsweise wenn du Sachen vom Blaster Parts besorgst, kannst dann vorher einen vorher-nachher Schusstest machen, auch bei schlechtem Wetter, beziehungsweise bei halt in der Wohnung. So, da kommen jetzt diese 2 AA-Batterien rein, einmal so, einmal so. Dann wird das hier vorne wieder festgeschraubt. Bei diesem Ammo-Counter gibt es nicht viele Knöpfe. Wir haben oben den Anschalter, den man hin und her schieben kann. Dann wird einmal gezeigt von wegen Pfeil nach unten. Ja, dann wird einmal die Zahl runtergezählt. Das heißt, ihr gebt das Magazin ein, indem ihr hier auf Plus und Minus drückt. Dann könnt ihr dann einmal jeweils beliebig viele Magazinvarianten eingeben. Mal gucken, wie hoch das geht. So, ich mache erstmal wieder aus, wieder an. Okay, dann fängt es wieder bei 6 an. Oder ihr könnt halt von unten hoch zählen. Das ist halt wichtig, wenn ihr ein 6er Magazin habt und ihr wollt wissen, wie viel oder wie schnell die Darts fliegen. So, dann habt ihr hier einmal dieses Zeichen, wo der Pfeil vorwärts, einmal rückwärts geht. Da könnt ihr dann umstellen. Naja, vielleicht funktioniert es nachher erst, wenn wir geschossen haben. So, wir probieren das jetzt ganz einfach mit der Retaliator. So, das Display ist beleuchtet. Das geht, nach einer Weile geht das dann wieder aus. So, dann ganz normal draufstecken wie bei jedem anderen Blaster auch. Und ich muss sagen, so schlecht sieht das gar nicht aus. Was wir hier vorne haben, ist noch eine Tactical Rail. Das heißt, man könnte jetzt hier noch irgendwas dran machen, aber ich will jetzt als allererstes wissen, ob es funktioniert. 75 FPS und die Zahl geht runter. 76.
74, 72, 67, 70. So, und jetzt blinkt der Ammo-Counter, weil er auf 0 ist. Das funktioniert wunderbar. Jetzt probieren wir es erstmal in die andere Richtung. Und dafür müssen erstmal wieder Darts ins Magazin. So, der Chronograph passt natürlich an jeden normalen Blaster, der vorne diese Kupplung vorne dran hat. Darum probieren wir es jetzt mal bei der Tree Strike. So. Man merkt auch, wenn er angeschlossen wird, dann geht nämlich jedes Mal das Display an. So, geladen ist. Jetzt sehe ich natürlich nichts, aber egal. Aber wir wollten andersrum, ne? So. Ach, guck mal, er merkt sich jetzt sogar, dass ich schon zwei geschossen habe. Das ist natürlich geil. Ah, da habe ich jetzt auf 0 gestellt. Aber das ist wirklich eine geile Sache. Das ist Hammer. Aber was wir jetzt noch probieren, ist natürlich Blaster oder versuchen, da durchzuschießen mit Blastern, die nicht diese Kupplung haben. So, vielleicht funktioniert das ja. Ich stelle den jetzt wieder auf 0. Ja, das ist echt wieder schwierig. Ich kann nur hoffen. Ja, funktioniert. Es funktioniert. Ich muss das zwar genau davor halten, aber es funktioniert. Und man muss sagen, die Blaster haben immer so 65 bis 72 FPS. Das rechne ich eben um, das blende ich euch ein, wie viel das ungefähr immer ist. Und dann wäre das wirklich was für die Zukunft. Also finde ich schon geil. Natürlich jetzt wieder diesen, ja, den Look der Evader. Und wollen wir natürlich gucken, wie das darauf aussieht. Natürlich, dafür ist es gemacht. Und hier sieht man auch schon, ja, wie stimmig das eigentlich alles, also wie stimmig das so ist. Aber ich muss sagen, das hat schon so ein leichtes Gewicht nach vorne. Okay, jetzt fehlen hier hinten natürlich die Batterien. Aber trotzdem ist es ein bisschen kopflastig auf einmal. Aber ich finde, ohne Witz, das ist mal, das haben sie gar nicht schlecht gemacht. Es passt fast an jeden Blaster. Und das habt ihr ja in dem Porn gesehen. Ich finde dieses Teil sehr, sehr gelungen. Sehr cool, coole Optik, es funktioniert. Das ist ja das Wichtige. Wenn ihr aus Amerika bestellen solltet, wenn es nicht in Deutschland rauskommt, ist es auf jeden Fall was, was in den Warenkorb gehört. Weil es ist schon eine witzige Geschichte. Ja, ich weiß, ich sage immer, nehmt es nicht mit zum Battlen in den vorderen Lauf. Aber so sieht man schon alleine, wenn die Batterien des Blasters alle werden, dann geht ja die FPS-Zahl runter. Und man sieht jedes Mal, wenn das Magazin alle ist. Ja, natürlich müsst ihr das vorher einstellen, aber dann seht ihr halt jedes Mal, wenn es blinkt, dass es alle ist. Ja, hinten diesen roten Punkt, der dann anfängt zu blinken. So im Endeffekt, ja, so seht ihr aber schon, ich habe nur noch zwei, drei Darts. Zurückzukommen, es ist ein geiles Teil und auf jeden Fall battletauglich. Auf jeden Fall battletauglich. Natürlich ist es ein Hammerpreis, aber man muss es immer gucken, vielleicht ist es auch mal drüben im Angebot oder es taucht wirklich hoffentlich in Deutschland auf, weil es ist wirklich eine witzige Geschichte und es sieht auch noch cool aus. Also von mir aus ist das wirklich ein battletaugliches Teil, das Chrono Barrel, und sollte in jeder Nerfkiste liegen, sage ich jetzt mal so. Gut, das war das Unboxing, der Test, das Review von dem Chrono Barrel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ja, kommentiert, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder beim nächsten Battle. Bis dahin, ciao!